Ich habe gerade von Koya erfahren, dass er schon was gefilmt hat, während ich unterwegs war. Und deswegen würde ich sagen, ihr schaut euch jetzt mal das an, was Koya gefilmt hat. Ben macht hier ein bisschen Party. Eben ist er noch rumgehüpft wie ein großer. Kurzen Heul gedreht und schon ist hier mega Chaos. Ohne Scheiß, es war vorher aufgeräumt. Aber jetzt kann ich euch mal zeigen, wie die Katzen mit dem Trockenfutter spielen. Das ist cool, das habe ich noch nicht gesehen, dass sie das machen. Und ihr könnt es auch sehen. Fühlt ihr euch beobachtet, ihr beiden? Müsst ihr noch üben, kamerageil zu werden? Guck mal hier. Schnur, Schnur, Schnur. Funktioniert. Nur irgendwie ist mal verarsche. Der eine holt es raus und der andere frisst es dann. Ihr beiden Spackis. Spazis. Spacki, Spazis. So. Kinder, was haltet ihr davon, wenn ich euch euren Brunnen wieder hinstelle? Ben, Sonnencreme nicht gut für die Haare. So. Ich trinke jetzt einen Kaffee und räume den Einkauf weg und so weiter. Und dann werde ich mal fürs Grillen alles vorbereiten und so weiter und so fort, meine Damen und Herren. Sag mal hallo. Hi. Ben, wer ist der Beste? Wer ist der Boss? Papa. Ben, wer ist der Beste? Papa. Wer ist der Boss? Papa. Hey, Papa, genau, gutes Kind. So. So, jetzt hätte ich fast verpeilt, euch mitzunehmen, weil die kleine Mia-Zicke so ein bisschen rumzickt. Also mitzunehmen und zu zeigen, wie ich das mache und so weiter. Also, ich nehme ein Stück Alufolie. Ja, Pilz rein. Warte, ich stelle euch mal kurz hier hin. Und einfach zack, zack, zack. Und immer den Schnipsel so nach oben, dass die Kräuterbutter nicht rausläuft. Das habe ich euch jetzt eben immer noch nicht richtig gezeigt. Also, Pilz nehmen. Fuß rausmachen, Kräuterbutter oder Knoblauchbutter, habe ich jeweils gemacht, reinmachen und dann in Alufolie packen. Dann bleibt das da so schön drin. Der Pilz nimmt das Aroma der Butter auf und schmeckt saulecker. Und weil ich nicht der Freund bin, Sachen wegzuschmeißen, überhaupt nicht, also Esssachen, die Füße werde ich jetzt mit einer Pepperoni und Butter oder so auch in so ein Ding machen, habe ich mir gerade überlegt. Und das mache ich jetzt mal. Mal gucken, wie das schmecken wird. Vielleicht packe ich auch noch ein bisschen Feta-Käse rein. Das könnte auch geil sein. So, in diesem Sinne, weiter geht's. Ja,
Jetzt habe ich erst gesehen, ich habe die Kamera ja angelassen. Naja, wollt ihr da ein bisschen zugucken, was ich für einen Blödsinn gemacht habe? Mal gucken, wie das alles so schmecken wird. Und ja, ich würde sagen, ich räume jetzt erstmal den Geschirrspüler aus und so. Und schicke mal die Kinder nach unten, dass ich das schnell hier in Ruhe schnell machen kann. Und dann bereite ich das Film weiter vor. Ich hoffe, ich denke dran, zwischendurch weiter mit zu filmen. Also bis später, Peter. Ja, ich habe keine Ahnung, was Koya gefilmt hat, aber ja, ihr habt es ja jetzt gesehen. Ich war heute bei meinem Buchhaltungskurs bei der Volkshochschule. Sarah ist bald da. Genau, Sarah kommt gleich. Also der Kurs ging heute von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Wir haben es jetzt 16.10 Uhr. Also wir haben ein bisschen früher Schluss gemacht. Und dann bin ich gerade nach Hause gekommen. Koya hat hier ein bisschen aufgeräumt. Und ich? Mia hat draußen aufgeräumt, hat sie gesagt. Muss ich mir gleich nochmal anschauen. Mhm. Unten habe ich nichts gesehen. Ich muss und mal was gucken. Ich das hier Sarah. Ist du hast gewischt. Na klar, ist mir das aufgefallen. Ja, das habe ich dann gemacht. Oh, Liebling, geh mir jetzt nicht auf den Nerven. Auf jeden Fall war Koya auch einkaufen. Weil Tante Sarah gleich kommt, die ist schon auf dem Weg, hat sie mir schon gesagt. Und deswegen war Koya einkaufen, weil wir grillen wollen. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur sagen, warum ihr mich noch nicht gesehen habt, weil ich bei diesem Buchhaltungskurs war. Und jetzt, Ben schläft noch, Mia hat auch schon ein bisschen Mittagsschlaf gemacht. Und ja, jetzt warten wir einfach nur noch auf. Musstest keinen Mittagsschlaf machen, aber du wolltest, ne, weil du müde warst, ne? Ja, das Wetter macht einen so müde. So, jetzt warten wir auf Sarah und melden uns später. Hallo, ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Koya fährt gerade. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Wir hatten ja Besuch von Sarah. Ja, Ben ist auch da. Und von Erika. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir hatten ja erst Besuch von Sarah, wir waren dann noch im Garten und haben dann abends gegrillt. Und da wollte ich halt nicht so die Kamera drauf halten, weil nur weil ich hier so kamerageil bin, ist es Sarah ja nicht unbedingt. Und dann wollte Sarah gehen und Koya hat irgendwie aus dem Fenster geguckt und dann war unsere Freundin Ilka da. Die hat einen Radtour gemacht und stand dann da und wir haben sie aus dem Fenster gesehen. Sie wollte mich gerade anrufen, dass sie da ist, weil wir verpassen uns immer irgendwie. Entweder hat sie Zeit und ich habe keinen, wir sind nicht zu Hause oder so. Und jetzt war sie gerade zufällig da und dann habe ich Sarah runtergebracht, habe Ilka gleich hochgeholt. Ilka ist die ehemalige Erzieherin von mir aus der Krippe, also da haben wir sie quasi kennengelernt und mögen uns halt sehr. Ben kennt, doch so vom Sehen kennt Ben Ilka, aber Ilka ist nicht mehr in der Krippe, da ist ja jetzt Benita, die hat die Eingewöhnung gemacht. Auf jeden Fall haben wir so einen sehr guten Draht zu Ilka und dann kam Ilka noch vorbei und wir haben, glaube ich, bis kurz vor 10 ungefähr haben wir noch bei uns auf der Terrasse gesessen und gequatscht. Deswegen, ja, danach hatte ich halt irgendwie auch keine Lust mehr zu filmen, ne? Also es war einfach ein schöner Tag. Und jetzt haben wir erst 10.27 Uhr, wir wollten schon viel, viel früher los. Aber Niki hat den Arsch nicht hoch. Ja, ich habe, also dann kam das noch, dann habe ich noch geduscht, deswegen sind meine Haare auch so aus. Und wir wollen jetzt ins Fastiland. Also wir haben ja diese Jahreskarte, ne? Deswegen können wir einfach spontan hinfahren. Wir haben erst überlegt, was machen wir und Mia wollte unbedingt auf den Spielplatz und aber keine Ahnung, die Spielplätze hier sind alle so langsam. Ja, du möchtest was sagen? Ich will mit mir drei Wasserrutschen fahren. Drei Wasserrutschen. Ja, und dann haben wir uns gedacht, die machen um 10 auf und dachten wir, ja komm, wir sind die Ersten, die da sind. Naja, jetzt ist schon 10.27 Uhr, wir brauchen gleich Mia. Und wir brauchen noch eine halbe Stunde. Deswegen, also wir werden wohl nicht die Ersten sein, aber vielleicht sind noch nicht so viele da, dass wir nicht so lange anstehen müssen. Und vielleicht sollten wir gleich zum Wasserbereich gehen, ne? So, und da gibt es ja auch einen Spielplatz und da kann man halt auch spielen. Und ich habe gleich Mia, ich habe den ganzen Rucksack voll gemacht mit Essen und dann können wir da auch noch... Du hast einen Rucksack voll gemacht, das ist mein Rucksack, du Ekel. Ja, ich habe auf jeden Fall ganz viel Essen mitgenommen, dann können wir da so picknicken. Da gibt es so Tische, wo man so picknicken kann und so. Das ist jetzt so momentan unser Plan. Und jetzt will Mia noch was sagen. Also, wer möchte mit mir drei Wasserrutschen fahren? Einmal die Wasserrutsche mit da, wo Mama und ich gerutscht bin, mit so einem Ding. Zum Schlauchboot, ne? Mhm. Und noch die Wasserrutsche, wo man Stuhl reinfällt. Und noch. Das ist Rafting, ja? Und wo man den Berg hochgeht und wieder runter. Ja, wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall wollen wir heute, weil es ist ja so mega warm, wollen wir so ein paar Wasserrutschen-Geschichten machen. Ist auch nicht so schlimm, wenn wir nass werden. Genau. Mal schauen, wie es so wird. Ich hoffe, ich vergesse nicht zu filmen, weil das letzte Mal, wo wir im Rastiland waren,
wann war das? Das war doch ein Vatertag, ne? Da habe ich ja nicht wirklich gefilmt, weil habe ich es irgendwie vergessen und deswegen heute möchte ich es nicht vergessen. Und heute Abend grillen wir nochmal, weil wir haben noch ganz viele Reste und ich würde sagen, bis später. Ben und Papa müssen warten, wie immer. Frech. Aber gleich müssten Mama und Mia kommen. Jetzt habe ich sie endlich. Da ist die Mama drin. Mit der Mia. Und da sitzt der kleine Süße. Möchtest du noch einen Gurki? Oder möchtest du eine Frikadelli? Gurki? So, wir warten gerade hier an der Wasserrutsche. Und warten auf Papa und Mia. Ich bin gerade schon mit Mia gerutscht und jetzt rutschen Papa und Mia nochmal. Mal gucken, ob ich euch das filmen kann. Ich weiß nicht, ob die mit der einen Rutsche kommen, wo ich filmen kann. Und bei der anderen ist es halt so eine Röhrenrutsche. Da sieht man sonst nichts. Aber wir schauen mal, ne? Ja, wollen wir mal schauen? Wenn es ein bisschen nölig. Leider hat in dem Moment, wo Koya gerutscht ist mit Mia, Oh, ist gleich was zu essen. Er hat Ben geweint und dann musste ich ihn zur Seite packen und dann kamen die schon runter. Und Koya war mega schnell, weil er einfach so schwer ist. Die eine Rutsche ist auch nur bis 120 Kilo, also nicht die... Nein, da sind drei Rutschen und die eine Rutsche geht nur bis 120 Kilo und Koya wiegt, also weniger als 120. Nein, aber so 112 oder so. Ja, also ich wollte jetzt nicht was falsch sagen. Also dann vielleicht 115 Kilo mit mir zusammen wäre halt zu viel, aber die anderen Rutschen, die sind halt, also das ist egal, wie viel man wiegt. Und da sind die gefahren. Ich kann euch das ja nochmal zeigen. Da hinten ist das alles. Mit der Blau, dann sind wir. Genau. Da rutschen wir erstmal runter und dann gehen wir hoch und das sind dann wieder runter. Hoch und runter, hoch und runter. Und jetzt wollen wir nochmal zum Rafting. Das fand ich ja letztes Mal richtig cool. Und wenn man zu zweit ist zum Beispiel, gibt es da so eine Schlange. Du meinst dieses Ding, wo man ja. Wenn man da zu zweit, hier ist überall Berge, ne? Wenn man zu zweit ist, dann kann man an der Schlange vorbeigehen und so als Mitfahrer machen, weil da sind irgendwie sechs Plätze und viele wollen zum Beispiel zu viert fahren und sind halt zwei Plätze übrig und dann muss man da nicht so lange anstehen. Aber es ist glaube ich noch nicht voll, ich sehe hier immer nur so drei oder vier Leute da drin fahren. Ben können wir leider noch nicht, weil ich glaube man muss da, weiß ich nicht, einen Meter für sein oder so. Also das geht noch nicht, aber ja mal schauen. Wir schauen mal, ob wir... Oh doch, die Schlange. Ich drehe mal die Kamera. Die Schlange ist doch ein bisschen länger. Also da hinten, das ist die Schlange fürs Rafting. Aber wie gesagt, man kann quasi an der Schlange vorbeigehen und sich dann anstellen und dann als Mitfahrer mitfahren. So, wir sind jetzt beim Rafting. Das hört ihr bestimmt auch. Koya und Mia sind als Erste. Ben darf da halt noch nicht rein. Das wäre auch zu... Wir picknicken jetzt ein paar Gurken. Gurki. Hey, nicht den Stuhl runterschmeißen. Hier. Toll, der Stuhl ist runtergeschmissen. Ja. Muss ich gleich mal mit dem Feuchttuch sauber machen. Auf jeden Fall kann ich von hier aus. Die Gurke lässt immer liegen, Ben. Auf jeden Fall kann ich von hier aus das alles beobachten und filmen. Das zeige ich euch gleich mal. Oh, da seht ihr auch, wie eins so reingeht. Ich hoffe mal, ihr könnt gleich mehr Mia und Koya sehen, dass die mitfilmen kann. Da kommen Koya und Mia in dem Ding. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja! Dann gehen sie hier rum und dann gleich geht es in den Strudel rein. Ich muss die Kamera ein bisschen festhalten, dass ich das nicht hier reinfallen lasse. Einmal wollte ich mit Papa fahren, einmal mit Mama. Dann hat sich noch mehr Gurken geschnappt und hier ist auch so ein kleiner Kinderspielplatz. Kann man, glaube ich, nicht so richtig erkennen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall so bis sechs Jahre, da können die auch rutschen und so, da können Ben gleich ein bisschen spielen und wir können ein bisschen snacken. So, wir sind jetzt erstmal hier auf dem Spielplatz gelandet. Mia möchte jetzt erstmal hier spielen und was essen. Genau.
Ich habe nämlich ganz viele Sachen mitgenommen. Ich habe Brot mitgenommen. Ja, das habe ich ja gefilmt. Ich habe Brot mitgenommen, ich habe Frikadellen mitgenommen, Gurke, Birne, genau. Und das ist dieser kleine Minispielplatz. Also der ist wirklich, hier sind ja nur zwei Kinder, aber der ist wirklich ganz klein. Aber ich finde das voll schön, man kann hier sich das Rafting angucken. Und man kann, ich habe extra so für kleinere Kinder. Hier gibt es auch noch so einen riesen Spielplatz, da wollen wir dann zum Schluss nochmal hin. Ben, pass auf, Ben ist hinter dir, mir. So, wir snacken jetzt erstmal und dann gucke ich mal, ob Mia danach nochmal eine Runde mit mir fahren möchte. Jetzt machen wir auch mal was für Baby Ben. Aber hast du das Handy fallen gelassen? Ja, wir machen jetzt hier eine kleine Bootstour. Und Ben hält sich fest, weil er ist schon groß. Ja, er findet es richtig toll. Nee, nein. Du gehst gegenüber von Ben. So, schauen wir uns hier mal an und Ben findet es sehr toll. Können die gleich noch? Super! Yeah! So, wir sind jetzt im Auto. Es ist mega heiß. Ich habe mir schon einen Dutt gemacht vorhin, weil es einfach so warm ist. Und wir sind auch richtig platt. Ben ist gerade eingeschlafen. Mia hat auch einen Dutt, genau. Ben ist eingeschlafen. Ich weiß nicht, wie man es sehen kann. Ja. Ich muss ihn mal in die Liegeposition packen. Warte mal, hast du ihn in die Liegeposition gepackt? Kannst du mal machen? Genau. Wir können das Ding ja in Sitzposition und in Liegeposition machen. Und ja, wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind platt. Und das Wetter ist mega schön und wir planen schon. Wir haben jetzt voll Lust, eigentlich wegzufahren, aber geht ja nicht. Ich muss ja arbeiten, aber vielleicht nächstes Wochenende. Wir wissen es noch nicht so genau. Was denn? Ich dachte, wir fahren jetzt noch Achterbahn. Oh, haben wir vergessen. So, wir fahren jetzt los und melden uns zu Hause wieder bei euch. So, Grillreste halten wir uns nie lange. Die futtert der Ben weg. Und ist glücklich dabei und die Mia auch. Die Kinder essen jetzt Abendbrot, weil wir haben es auch schon kurz vor 8. Es ist alles mal wieder ein bisschen später geworden als geplant. Ne? Also, die Kinder essen Baguette mit Würstchen, Ketchup, Kräuterbutter, Salami. Das essen sie alle. Ja, die sind jetzt auf jeden Fall schon am Futtern. Ich mache nebenbei schon eine Milch für Ben. Und dann mal gucken, was Niki und ich dann gleich noch essen. Nein, Ben. Hier werden nicht Sachen hin und her geschmissen. Das wollen wir nicht. So. Jetzt seht ihr mich dabei auch nochmal. Also, was Niki und ich essen werden, wird Niki euch dann wieder filmen, damit wir ein bisschen Chaos reinbringen, so mystisch. Auf jeden Fall, die Kinder werden gleich ins Bettchen gebracht von mir und dann haben wir Feierabend. Heute war ein anstrengender Tag. Rastiland war anstrengend. Wir haben uns noch ein bisschen ausgeruht im Garten da jetzt noch und ja, fertig. Aber so wie es aussieht, wird es heute noch ein bisschen Gewitter geben. Das heißt, es kühlt sich hoffentlich auch ein bisschen ab, dass heute Nacht nicht wieder so hitzig ist. So, ja, jetzt habt ihr die Terrasse auch nochmal gesehen. So, bis später. So, ich weiß nicht, Kai hat, glaube ich, vorhin gefilmt. Die Kinder liegen jetzt im Bett und wir hatten vorhin, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich einen Hitzeschlag oder so habe. Ich habe auch viel zu wenig getrunken mal wieder. Ja, mein Fehler, würde ich sagen. Weil ich hatte heute Morgen, ich glaube, ein halbes Glas getrunken und dann hatte ich halt nur einen halben Liter mit beim... Und das Kräuter oder Paprika? Das Grüne. Grünes Fleisch. Grünes Fleisch. Kaya gerät jetzt gerade. Ich stelle euch mal hier hin. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann vorhin einen halben Liter getrunken, als wir im Rastiland waren. Und irgendwie war das zu wenig. Ich war vollkommen fertig. Also ich glaube, es war auch das Wetter und die Hitze. Und wir waren, glaube ich, um 15.30 Uhr sind wir da vom Rastiland losgefahren. Ich bin im Auto schon so halb eingepennt. Ne? Es war so schlimm. Und ich musste mich vorhin erstmal hier auf so, also wir haben uns aufs Sofa gelegt. Ich musste erstmal was trinken und dann bin ich eingepennt. Und ich war so fertig. Wir sind, glaube ich, um 18 Uhr oder so wieder aufgestanden. Und hatten eigentlich gar keinen Bock aufzustehen. Aber muss man ja. Aber jetzt fühle ich mich ja auf jeden Fall schon besser. Aber ich war so fertig und ich bin immer noch ein bisschen fertig und jetzt grillen wir. Wir haben es jetzt 20 nach 8 ungefähr. Jetzt grillen wir noch, weil wir halt Hunger haben. Wir haben ja heute nur quasi gefrühstückt oder so, ja, Brote halt mitgenommen ins Rastiland. Wir haben da halt nichts gekauft. Keine Pommes oder so, sonst kaufen wir immer Pommes, aber diesmal nicht. Diesmal haben wir unsere Brote mitgenommen. Und ja, jetzt habe ich gerade den Geschirrspüler eingeräumt und die ganzen
Tupperdosen da reingepackt und Koya grillt jetzt nebenbei und ich muss unbedingt mein Video jetzt online stellen. Ich habe heute Morgen nämlich extra Video geschnitten und habe es vergessen online zu stellen. Also ich habe es hochgeladen und so, ich muss es nur noch online stellen und ja. Aber erstmal wollte ich die Tasche ausräumen, weil da war jetzt meine Kamera drin. Und wir waren vorhin noch im Garten, so gute anderthalb Stunden würde ich sagen, würde ich schätzen. Oh, hier ist noch eine Flasche von Ben. Muss ich auch noch, obwohl das kann ich noch in den Kühlschrank stellen, das kann er nachher morgen früh wieder trinken. Ist ja nur Wasser drin. Genau, das wollte ich sagen. Also wir waren gute anderthalb Stunden im Garten, aber wir haben heute nichts gemacht. Wir saßen, heute war es mal einmal so, dass wir wirklich nur... Ja. Oh, Entschuldigung. Dass wir wirklich nur saßen. Oh, das riecht voll lecker. Ich zeig's euch mal. Koya hat das voll schön. Das habt ihr ja gestern gar nicht gesehen. Koya hat nämlich gestern die Grillsachen vorbereitet, als ich noch bei diesem Kurs war. Ich zeig's euch mal. Ach, hast du gezeigt? Ich zeig's euch trotzdem nochmal. Ja, wir haben ja immer noch den Elektrogrill, ne? Aber so sieht unser Grill aus. Und die Pilze hat er voll süß eingepackt, ne? Hast du ganz toll gemacht. Schmeckt doch geil, ne? Ja, war lecker. Und wird auch lecker sein. So, ich muss jetzt hier erstmal Video online stellen und dann sehen wir uns wieder. So, es ist 22.45 Uhr und ich bin noch wach. Das ist ein Wunder. Ich habe hier voll den dicken Pickel, ne? Voll schlimm, der stört mich. Also nicht, weil er da ist, nicht, weil er hässlich aussieht. So nicht. Ist mir scheißegal, ob ich Pickel habe oder nicht. Er stört mich einfach, weil er weh tut und ja, einfach da ist und so drückt und keine Ahnung. Genug von meinem Pickel geredet, er hat jetzt genug Aufmerksamkeit bekommen. Es ist 10:45 und ich bin jetzt in den letzten Zügen, um mein Video zu schneiden. Ich habe zwischendurch eine Stunde mit Sarah telefoniert, wo wir uns gestern erst gesehen haben, aber irgendwie hatten wir uns noch so viel zu erzählen. Und ich wollte eigentlich auch noch lernen, das ist auch noch so eine Sache. Ich mache ja meinen Kurs in der Abendschule oder Abendschule, Volkshochschule und das ist halt so ein Abendkurs einmal die Woche und jeden zweiten Samstag. Und jetzt habe ich Mittwoch den Kurs wieder und ich wollte halt noch ein paar Sachen lernen und ein paar Sachen vorbereiten. Und das hatte ich eigentlich heute vorher. Und ja, wird wohl nichts, ne? Weil jetzt ist es schon 10:45, da kann ich, bis ich mit meinem Video fertig bin, da kann ich mich eh nicht mehr konzentrieren. Es ist nur schwierig, mir so Zeiten rauszunehmen zum Lernen, weil wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, Koya hat zwar die Kinder schon so abgeholt, aber dann sind die Kinder halt da und dann wollen die natürlich auch Zeit mit Mama verbringen, ist ja klar. Und dann gehen wir meistens in den Garten und verbringen einfach Zeit im Garten und machen einfach Schönes. Und da will ich natürlich auch mit unten sein, ist ja irgendwie klar. Und momentan fehlt mir einfach so die Zeit, weil wenn ich dann nach oben komme, sagen wir mal um 18, 19 Uhr, bin ich einfach so platt und kann nicht mehr. Heute mehr so, habe ich ja Mittagsschlaf gemacht. Und dieser Mittagsschlaf, der hat voll was gebracht, weil jetzt bin ich irgendwie noch so fit, aber... jetzt auch nicht so fit, dass ich noch lernen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Also ich muss mir meine YouTube-Zeit, meine Lernzeit und so irgendwie einteilen. Ich weiß bloß noch nicht genau wie. Und ja, das ist so eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Genau. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin und ich muss halt irgendwie abends lernen. Ich glaube, das ist das Beste. Genau. Und übrigens kann ich mir auch zum Beispiel, weil Koya meinte auch so, ja, nimm die Sachen mit runter und lerne dann im Garten. Das habe ich das eine Mal gemacht, habe so versucht, mich so ein bisschen ein paar Sachen durchzulesen, aber das klappt nicht. Ich bin so abgelenkt von den Kindern. Ich brauche quasi wirklich meine Ruhe und es muss auch immer alles aufgeräumt sein, wenn ich lernen will, ne? Dass ich halt nicht abgelenkt bin und im Garten, das geht nicht. Deswegen, ja, bleibt mir irgendwie nichts anderes übrig, als hier oben zu lernen. Ah, ich wollte euch jetzt eigentlich einfach nur noch mal Tschüss sagen, weil ich jetzt das Video zu Ende schneiden muss. Es ist nur noch 2 Minuten oder so. Dann antworte ich noch ein paar Kommentare und dann gehe ich ins Bett und esse noch ein leckeres Kratzeis. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und wir sehen uns, denke ich mal, morgen wieder. Es gibt auch Tage, wo ich nicht filme. Ich weiß nicht, vielleicht filme ich morgen nicht. Ich weiß nicht, ich habe noch so viel Vorlauf. Ich fällt es gar nicht auf, wenn ich einen Tag nicht filme, ne? Schauen wir mal. Ich melde mich auf jeden Fall bei euch. Bis dann. Tschüss.